Ja, es ist sicherlich ein Buzzword mittlerweile, aber ich denke, es ist sehr wichtig. Ich glaube, dass man Innovation und Digitalisierung in Zukunft zusammendenken muss. Digitalisierung ist ein Force Multiplier, wenn ich den Begriff benutzen darf, für Innovation. Digitalisierung kann auch dazu führen, neue Geschäftsmodelle zu entdecken, natürlich Entwicklungen zu beschleunigen, Produktion effizienter zu machen. Und in diesem Sinne ist Digitalisierung etwas, was Unternehmen in einer umfassenden Weise angehen müssen. Und dem wird sich in Zukunft niemand verschließen können. SpaceX ist natürlich Konkurrent im Raumfahrt-Launcher, im Space-Launcher-Markt, konkurriert mit unserer Ariane. Das ist klar. Andere Unternehmen, da ist es nicht so klar. Ich meine, Luft- und Raumfahrt kennen wir ohnehin den Begriff Co-Opetition, Competition and Cooperation. Mitunter kooperiert man und konkurrenziert man oder konkurriert man mit dem gleichen Unternehmen. Ich denke, das wird in Zukunft auch mit den Internetunternehmen ganz ähnlich werden. Aber durch die Internetanwendungen entstehen natürlich auch zusätzliche Märkte. Also dadurch beispielsweise, dass Unternehmen wie Google Zugang zum Internet weltweit permanent verschaffen wollen, entstehen Programme für Tausende von Satelliten. Das ist natürlich etwas, was Satellitenbauer anspornt, da mit dabei zu sein. Kooperatives Führungsverhalten ist sicherlich ein Führungsverhalten, was zeitgemäß ist. Das heißt nicht mehr strikt hierarchisch, den Mitarbeiter mitbestimmen lassen. Das heißt aber nicht, endlos zu diskutieren und keiner entscheidet. Die Herausforderung auch unter den neuen Bedingungen ist und wird sein, auch rasch entscheiden zu können. Das allerdings in einer Weise, die Mitarbeiter mit ihrem Können, mit ihren Erfahrungen möglichst ideal einbezieht. Und da übrigens sind die neuen digitalen Technologien ein wunderbares Hilfsinstrument. Also wenn ich eine Plattform schaffe für ein Unternehmen mit 140.000 Mitarbeitern, wie wir das jetzt bei Airbus machen, wo jeder mit jedem kommunizieren kann, wo jeder sich auch Hilfe, Rat holen kann bei Kollegen irgendwo auf der Welt, irgendwo von diesen 140.000, nicht mehr nur in der eigenen kleinen Abteilung, nicht mehr nur im Nachbarsilo sozusagen, dann ist das natürlich eine gewaltige Entwicklung, die Kreativkräfte dieser 140.000 Mitarbeiter zu nutzen. Umkehrschluss ist auch eine große Herausforderung für Chefs, für Manager, auch für Top-Manager, sich daran zu gewöhnen, nicht alles kontrollieren zu können, sondern auch einen gewissen freien Fluss von Diskussion, von Informationsaustausch zum Wohle des Unternehmens zuzulassen. Also ich glaube, für Mitarbeiter, die in Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie oder überhaupt in der Industrie Karriere machen wollen in der Zukunft, ist es ganz wichtig, gerade zu Beginn ihrer Karriere in möglichst verschiedene Richtungen zu schnuppern und sich nicht frühzeitig festzulegen. Auch außerhalb des technischen Bereiches kann ich jedenfalls nur empfehlen, dass Ingenieure sich beispielsweise mit Wirtschaftswissenschaften natürlich, aber auch mit Politik, vielleicht auch mit Geschichte auseinandersetzen. Also ich bin so ein bisschen natürlich, wenn gesagt, schwarzes Schaf, weil ich habe keine Technikerausbildung, stehe trotzdem an der Spitze einer Gruppe, wo Techniker die Hälfte der Mannschaften ausmachen. Weshalb ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil jemand mit einer anderen Ausbildung, anderen Studiengängen, anderen Arbeitserlebnissen Probleme aus einem anderen Blickwinkel sieht. Wenn man Probleme oder Herausforderungen, wenn alle nur den gleichen Blickwinkel haben, verstellt das häufig den Blick für unkonventionelle Lösungen. Und deswegen wird es in Unternehmen in Zukunft auch wichtig sein, nicht nur stromlinienförmig, nur Ingenieure einer bestimmten Richtung, nur Finanzer einer bestimmten Richtung zu haben, sondern auch Leute zu haben, die Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen gesammelt haben, die unterschiedliche Ausbildungen durchlaufen haben. Und ich kann Ihnen allen, den Studenten an der TUM, nur empfehlen, nutzen Sie gerade die Anfangsjahre, wenn Sie
fertig sind mit Ihrem Studium, wenn Sie Ihren ersten Job haben, bleiben Sie nicht so lange auf einem Job kleben. Sie können sich in großen Unternehmen auch häufig in verschiedenen Positionen bewegen oder ansonsten in anderen Unternehmen. Gehen Sie auch zu kleineren Firmen, die häufig viel spannender sind, weil Entscheidungen viel schneller getroffen werden als in großen Unternehmen und wo Ihre Leistung früher sichtbar ist als in großen Unternehmen, wo Sie irgendwo ganz leicht verschwinden. Und gehen Sie dann vielleicht in größere Unternehmen. Das sind alles sehr, sehr wertvolle Erfahrungen. Die können Sie viel leichter machen in Ihren jungen Jahren, sozusagen in Ihren Gesellenjahren, wenn Sie vielleicht dann noch nicht verheiratet sind, Familie haben, sehr viel flexibler sind. Das wird hinterher dann alles ein bisschen schwieriger. Nutzen Sie die Zeit und vor allen Dingen internationale Erfahrungen zu sammeln. Das ist ganz besonders wichtig.